Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ich bin jetzt mal rausgegangen. Ich habe diese zwei großen Kartons noch von den Biskuits, von den Hundekuchen. Da will ich mir so, ja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ich wollte mir so eine Art Regale daraus machen, wo so jeweils in jedem zwei Schubladen sind für die vielen Stempel, die ich jetzt habe, damit ich da so ein bisschen Ordnung reinkriege. Ich hoffe mal, dass mir das gelingt. Also stabil sind die und ist halt ein bisschen sperrig und groß. Also filmen kann ich das nicht, aber ihr seht, ich zeige euch, wie es anfängt. Gell? Und hinten im Garten liegen noch ein paar Papiere zum Trocknen, das Sonnenwetter noch ausnutzen. Ich würde gerne mal zeigen, wie ich das jetzt bis jetzt versucht habe zu machen. Moment, ich muss es mal eben drehen, damit ich es euch zeigen kann. Hier ist ja so eine Einsparung und hier habe ich geschnitten. Hier, das ist jetzt das ganze Stück. Ich habe alles rundherum geschnitten. Seht ihr, das war dann übrig, der Deckel oben und so weiter. Seht ihr, das habe ich hier alles rundherum ordentlich geschnitten. Jetzt ist das hier hinten so zusammengesteckt. Das ist mir nicht stabil genug. Das ist noch vom Verschluss von oben. Das werde ich einfach so reinkleben, um das zu stabilisieren hinten. Ne? Kann man sehen, denke ich mal. Ne? Jetzt, wo es noch nicht gestrichen ist. Dann, ui, Hilfe. Einen Moment, ich muss mich mal eben bücken. Das ist der Rest im Moment, was ich hier von diesem Abgeschnittenen noch übrig habe. Wartet, ich stelle mich eben noch mal hin. Dann habe ich mir die obere Lasche abgeschnitten und habe das hier durchgeschnitten. Erstmal. Setz mich noch mal hin. Entschuldigung, es geht immer hin und her, aber es geht leider nicht. Es ist sehr, sehr groß alles, ne? Ui, jetzt schmeiße ich auch noch eins weg. So, das ist jetzt die erste Schublade. Ich habe extra ein bisschen Spiel gemacht, weil... Und die zweite Schublade kommt dann oben rein. Jetzt muss ich mir noch hier Halterung machen auf irgendeine Art. Also aus Pappe. Und dann muss ich natürlich noch einen Boden haben und Seiten und Rückwände. Das habe ich jetzt noch nicht. Mal gucken, was ich noch an Karton finde. Zur Not muss ich den anderen Karton dafür nehmen. Dann hätte ich nur eine Schubladenbox erst. Aber ich will mal schauen, ob es irgendeine andere Lösung gibt. Das wäre mir fast noch lieber. Aber ihr seht, dass, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man wirklich fast alles verwenden. Ich will mal versuchen, ob ich hieraus vielleicht diese Auflagen machen kann für die Schublade. Ich will mal schauen, so, ob das klappt. Ich habe mir jetzt solche dünnen Streifen aus diesem obersten, was übrig war, zusammengeschnitten. Die sind nicht alle gleich lang. Einer ist länger, der geht einmal über die gesamte Länge hinter innen. Und diese anderen werden einfach im vorderen Bereich so zusammengeklebt. Kann ich mit einer Hand schlecht zeigen, tut mir leid. Dann hier innen eingeklebt, dann kann die Lade da drauf laufen. Ich denke, Hilfe, fällt schon also Sand. Das ist warm schon wieder, ihr glaubt es nicht. Ist wie eine Sauna hier draußen, aber egal. Ich will es jetzt machen, ne? Ich bin da jetzt störrisch, will ich jetzt. Ich will. Das, was jetzt hier liegt, ist von dieser ganzen Kiste übrig. Ich zeige euch jetzt gerade mal, wie weit ich gekommen bin. Ich musste hier die Auflagen nochmal verbreitern, sonst hätte das mit der Schublade nicht hingehauen. So, das ist die obere Schublade, seht ihr? So, geht wunderbar rein und raus, bis hinten hindurch, ja? Und das ist die untere Schublade. Die geht auch wunderbar rein und raus, bis hinten hindurch. Ich häng fest. Die untere ist einen kleinen Tacken breiter als die obere. Von der passte nicht an, das war hier so viel. Aber ich denke, das ist okay. Das Ganze, also und den Boden unten werde ich natürlich noch verstärken. Da ist ja noch so ein Reststück da gewesen, damit das hinten auch richtig schön stabil alles ist. Ne? Dann streiche ich das ganze Ding wieder an und die Schubladen müssen noch komplett konstruiert werden. Da muss ich mir, wie gesagt, noch was suchen. Aber soweit sind wir schon mal. Das ist ja schon mal ganz nett. Ne? Gefällt mir schon mal ganz gut. Und wie gesagt, hier hinten, weil das so zum Aufmachen ist, da kommt noch eine extra Verstärkung davor, dass das auch wirklich ein bisschen schön stabil wird alles. Hoffentlich habe ich noch genug Pappe. Ich habe so viel entsorgt in den letzten Wochen. Und hoffentlich habe ich noch was. Naja, ich suche mal. Ich bin dabei, die Schublade, die erste, zusammen zu knibbeln und zu knubbeln. Das funktioniert nur mittelgut. Ich
Ich musste hier noch einen Stich reinmachen, weil ich hatte keinen so breiten Karton, wie ich für den Boden brauchte. Das ist vorne, das ist hinten. Die Seitenteile kann ich noch nicht, weil das ist gerade so ein bisschen durchgeweicht. Das muss ich jetzt erstmal trocknen lassen. Und dann mache ich gleich die Seitenteile rein und lasse es wieder trocknen. Ist doch mehr Arbeit, als man dachte, ehrlich gesagt. Und dann in der Hitze hier. Ach du Schande. So weit, so gut. Die obere Schublade ist mir besser gelungen als die untere. Die untere ist so ein bisschen zusammengefuscht. Aber ich streiche das sowieso alles noch an. Und dann fällt das, glaube ich, gar nicht mehr so doll auf. Ich nehme sie mal raus und zeige euch, wie weit es gediehen ist. Ich hatte ja hier eine Verstärkung reinmachen müssen, weil ich keine geraden Stücke hatte, sondern das war so abgeknickt. Aber das hält sicherlich auch so. Und da habe ich gleich eine Abteilung reingemacht. So. Bei diesem musste ich hier eine Verstärkung reinmachen und habe eine kleinere Abteilung, was ja auch kein Nachteil ist. Das ist noch nicht wirklich trocken, dieses hier, da muss ich noch mal kurz dran, sehe ich gerade. Aber so sieht das jetzt aus, das muss noch trocknen. Also mit diesem Nassklebeband, das geht wunderbar, aber die Trocknungszeiten, langsam, immer langsam, Heuwägelchen, muss man bedenken. Und ich bin da schon relativ lange dran gewesen jetzt. Mit eben halt immer wieder durchtrocknen, alles auf einmal kleben, dann fällt alles wieder auseinander. Das funktioniert nicht. Also ich habe immer Seiten für Seiten und gegenüberliegende Seiten. Dann ging das eigentlich ganz gut. Also, soweit bin ich jetzt vorgedrungen. Das Ganze wird jetzt noch angestrichen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich wollte eigentlich zwei Schränke machen. Also ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich muss mal, weil ich habe wirklich mit Unterbrechung natürlich, aber ich habe eigentlich einen ganzen Nachmittag, seit heute Mittag dran gesessen. Und jetzt ist Abend. Ja, ich habe noch also wirklich viel Zeit reingesteckt im Moment. Und jetzt ist es noch nicht gestrichen, ne? Muss ich noch dazu sagen. Aber egal, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es stabil genug ist, um die Silikonstempel unterzubringen. Ich denke ja. Guten Morgen, ihr lieben Leute, das haben wir wieder. Es ist wahrscheinlich Mittwoch, weiß es nie genau. Ich gehe davon aus, wir haben heute Mittwochmorgen, endlich kühler. Wir haben knapp 20 Grad, windig, angenehm, so kann es bleiben wegen meiner. Ich habe das ganze Haus auf, weil ich weiß, komischerweise haben wir das früher immer nie so gemacht. Und der Wind, der pfeift durchs Gebälk. Also, ach, angenehm, wirklich angenehm. So, das waren die vier, die ich gestern gemacht habe. Und ganz ehrlich gesagt, hat mir das ganz guten, ganz großen, oder vorgestern, weiß schon gar nicht mehr wann, tut mir leid, ja, nicht so verkniffen sehen, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ich würde ganz gerne einfach heute auch noch wieder diese, die wir letztens hier gemacht hatten, aus allen Resten der Welt, würde ich ganz gerne weiterverarbeiten, auf irgendeine Art und Weise. Wie, weiß ich noch nicht, lasse ich mich selber überraschen. Die Kiste seht ihr jetzt nicht, die steht hier neben mir links mit den Schublädchen. Die wird jetzt als nächstes noch gestrichen, aber dafür ist es draußen tatsächlich zu windig. Und es wäre praktischer, ich mache das draußen, dann kann das besser trocknen und ich habe ein bisschen mehr Platz. Sobald ich es eine habe ich fertig. Ich möchte gerne noch eine zweite machen, weil ich habe eigentlich Stempel genug. Nächste Problem ist, ich habe noch nicht mal mehr Platz, das Zeug hinzustellen, fällt mir dann irgendwann auf. Bin ja auch so ein bisschen verblädet. Naja, wir wollen mal gucken, irgendwie kriegen wir schon unter. Aber ich mache erstmal die eine dann fertig, sobald das Wetter wieder mitspielt. So, wir haben uns diese Karten letztes Mal auch aus Resten zusammengeklöppelt und überlegen uns jetzt, was wir damit anstellen können. Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Also wir haben hier eine Seite, da ist schon schön gepatchtes drauf. Dann haben wir hier so eine schöne, ruhige, gepatchte Seite. Hier ist wieder diese mit dem Patch-Zeugs. Ich glaube, die lassen wir mal oben. Da arbeiten wir auf der Seite, wo schon so einiges sich tut. Denke ich mal, ist nicht verkehrt. Okay, habe ich jetzt zufällig, ja? Ah, bevor ich das vergesse. Halt, stopp, ich wollte euch doch noch was zeigen. Ich überlege die ganze Zeit irgendwas. Da war doch noch was, ja klar. Moment, ich muss eben die Kiste wegtun. Ah, ich kann euch mehrere Sachen zeigen.
mehrere Sachen kann ich euch zeigen. Wenn ihr mir die Zeit gebt, dann finde ich es auch. Ja, ich habe schon, aber ich muss es erst noch greifen können. Es ist nämlich wieder alles ziemlich vollgestellt. Okay. Als allererstes wisst ihr ja, dass ich ja Tim Holtz Sachen liebe und die gibt es einfach fast nicht mehr zu kaufen. Es ist so traurig, Scheiße, so traurig. Weil die Papiere von ihm waren immer klasse, ja. Ich verstehe nicht, wieso man das nicht mehr macht. Das ist saisonal, das ist Weihnachten. Ich habe nur Tim Holtz gesehen, einen einzigen habe ich gefunden bei eBay, den habe ich bestellt. Und stelle jetzt ganz freudig überrascht fest, das ist Hallo, es ist Christmas. Ich blätter mal mit euch durch, wenn ihr Lust habt. Ja, mit den Buchstaben, das liebe ich immer. Ups, da ist schon älter. Guck mal, wie süß ist das denn, oder? Könnt ihr das erkennen? Ja, ui, wenn wir blättern, der ist so alt, der fällt schon auseinander. Hier haben wir wieder, und dann haben wir Ostern. Und dann haben wir, also das erste war Valentin, das war Ostern. Jetzt haben wir hier diese schönen Blankets. Dann haben wir wieder Buchstaben. Dann haben wir Independence Day wahrscheinlich, sowas in der Art. Was das ist, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Wahrscheinlich auch irgendwas. Dann haben wir wieder noch mehr tolle Buchstaben. Dann haben wir Halloween. Halloween, da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Aber egal, nochmal Halloween. Dann haben wir hier Thanksgiving. Okay, dann haben wir schöne Briefe. Wunderbar. Dann haben wir wieder Buchstaben, das liebe ich sehr. Und dann haben wir Christmas. Christmas in July. Wie toll ist das denn? Christmas in July. Ja, werde ich auf jeden Fall ein Weihnachtsbuch machen. Ich werde kein December Daily mehr machen. Nein. Also das habe ich mir diesmal fest vorgenommen. Ich werde kein December Daily machen. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Stück gemacht, der Reihe nach. Mir reicht es jetzt, ganz ehrlich. Ich mache auch mit Sicherheit keine Aktion, falls irgendjemand da was zu einfällt. Nein, ich werde mir ein Dezemberbuch machen, wo ich dann ein schönes Buch habe, wo ich eine Art Tagebuch nur mache. Aber nicht diesen Krampf jeden Tag und bababab, mache ich nicht mehr. Dann haben wir den ganzen kleinen Scheiß in klein. Das ist das Einzige, was ich immer nie brauchen würde persönlich, aber okay, man hat es jetzt halt. Ne? Gut, das habe ich. Das hat mich sehr gefreut, dass ich das bekommen habe. Es gibt noch einen einzigen im Moment bei Amazon. Ja gut, in England gibt es welche und in Amerika gibt es welche, aber da kann man es nicht bezahlen. Das ist unmöglich. Ne? Ich zeige euch jetzt meine Papiere, die ich gestern noch ganz schnell gemacht habe. Das ist Zwiebel und Blau, weil ich die beiden Farben ja noch hatte in Sprühflaschen. Und ich bin ganz angenehm überrascht. Ich habe es natürlich gebügelt, aber ich bin wirklich überrascht, wie schön das aussieht. Mir gefallen die Papiere sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht, ob sie euch gefallen. Also mir gefallen sie sehr gut. Auch so die Muster, die sich so zufällig ergeben. Finde ich richtig klasse. Ich blätter mal ganz schnell. Das sind nicht so. Aber ich finde es klasse, oder? Ich finde es richtig klasse. Ja, ich finde es gut. Ich versuche jetzt gleich einen rauszunehmen. Irgendeinen, der wenig Muster hat. Der einfach nur Farbe hat, so ein bisschen. Ach, komm, dann nehmen wir den braunen. Wir nehmen. Ne, das ist zu schade. Ne? Ist auch zu schade. Nehmen wir den. Lassen wir den mal raus. So, das wollte ich euch sagen. Das hatte ich gestern auch noch gemacht. Ich war gestern echt fleißig, ehrlich. Ich war morgens eine Stunde mit den Hunden ganz früh draußen. Ich war dann draußen, habe gebastelt. Ja, ich würde jetzt ganz gerne Folgendes machen. Ich würde hinter jedes so eine kleine... so eine kleine Schreibfläche machen, dass man das wirklich auch irgendwie nutzen könnte. Und mal gucken, ob wir da 2 raus machen können immer. Und mal gucken, ob das klappt. Ich halte es mal so dran, mal sehen, was passiert. Das wäre dann die andere Seite. Andere Seite. Ja, könnte ruhig eine Nummer kleiner sein. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Nein. Finde ich vollkommen in Ordnung. Wir machen es eine Nummer schmaler. Ja.
Also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich forste gerade wirklich nach dem Holzpapieren, weil die gefallen mir und es ist einfach, mir gefällt es. So, mir gefällt es sehr gut und da wäre ich traurig, wenn die, ich brauche noch welche. Halt, ich bin noch gar nicht so weit. So weit. Ja, mir geht es gleich besser, wenn es diese Hitze nicht mehr gibt. Andererseits, zum Basteln war es alles prima. Andererseits habe ich mir da wirklich fast einen Hitzschlag geholt. Guck mal, wie schön ist das denn? Ach, wie schön ist Panama. Sollen wir das mal einfach so lassen? Und nur hier was zum Schreiben machen? Ist ein bisschen voller, ne? Ein bisschen voller. Ja, machen wir so ein kleines Stückchen nur raus. So, den lassen wir hier nochmal so in Reserve. Okay, den großen brauchen wir jetzt nicht. Wir kleben hinten schon mal auf. Wir zäumen das Pferd von hinten auf dieses Mal. Okay? Ich habe noch keine Idee. Wir gucken gleich mal, was wir an Papieren haben. Wollen wir dieses hellere nehmen? Dieses hellere nehmen wir in dem Fall. Das ist einfach dann, passt sich besser an, ne? Zum Schreiben. So, da sehe ich gerade, dass die Ecke nicht richtig klebt. Das reparieren wir dann alles sofort. Ja, das kommt, wenn man mit diesem Stift klebt. Das kann schon mal vorkommen. Mein Gott, ja. Den lassen wir so, weil der so schön war. So. Dann kleben wir einfach so der Reihe nach das Zeugs auf. Wollen wir mal gucken. Ach, jetzt habe ich gar nicht nach der Seite geguckt. Ach, ich habe doch zufällig die richtige erwischt. Ne? Das ist ja nett. Das ist ja nett. Das müssen wir ein bisschen abreißen. So, das geht schon. Ja, dann, dass wir diesmal so richtige kleine Journal-Karten haben. Und fertig dekoriert, die wir dann vielleicht bei irgendeiner Gelegenheit mit verwenden können. So ist der Plan. Ne? Man weiß ja nie, ob das alles so funktioniert, aber der Plan ist schon mal da. Ne? Pläne sind immer gut. Ihr seht, ich nehme die Rückseite, die nicht ganz so ausgeprägt ist von den Farben, damit man wirklich, wenn man möchte, schreiben kann. Ich klebe es auch nicht unbedingt gerade auf, sondern so, wie ich denke. Ja, also das sind ja auch diese Reststücke von den aus der Zeitung, die ich in diesem anderen Projekt verwendet habe. Also ich bemühe mich gerade wirklich, alles zu verwenden, was mir unter die Finger kommt. Nichts mehr auszulassen, nichts mehr wegzuwerfen. Ja, nein, ich kaufe mir schon noch Papier dazu. Ja, ihr seht es doch, ne? Also ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie. Natürlich kaufe ich mir was dazu, klar. Wenn ich es mir leisten kann und wenn ich irgendwo was Schönes sehe und ich kann es mir erlauben, dann ja. Ne? Aber ich will versuchen, möglichst viel mit eigenen Sachen zu machen. Ne? Also das heißt, ja, ich muss zugeben, ich habe mir jetzt nochmal Etiketten bestellt. Ja, das Problem ist halt, ich habe halt, ihr wisst, ich habe keinen Drucker, sonst hätte ich mir längst schon lange von, es gibt ja viele, die tolle Etiketten haben, hätte ich mir längst die Etiketten bei irgendjemandem gekauft und würde mir die andauernd wieder runterladen, also wieder ausdrucken, so muss ich sagen. Habe ich nicht, wisst ihr ja, geht nicht, ist nicht, bam, bam, bam. So, wir haben jetzt dieses und wir haben jetzt jenes. Wir haben dieses. Was machen wir damit? Preisfrage. Da muss jetzt irgendwas drüber. Das ist mir zu shiny alles, ne? Klar, wisst ihr Bescheid. Ich habe doch so ein schönes Seidenpapier geschenkt bekommen. Vielleicht können wir das mal jetzt verwenden. Ja. Das nimmt sehr viel weg, ne? Aber ist das schlimm? Ist nicht schlimm eigentlich, nein, ist nicht wirklich schlimm. Wir können mal verschiedene Möglichkeiten austesten,
Oh Gott, Kinder, was ist das hier für ein Gesumse? Ich reiß mal ein bisschen ab. Kriege ich das so hin einigermaßen? Ja, irgendwie kriege ich das schon hin. Oh, nee, kriege ich nicht irgendwie hin. Reißt sich gerade nicht so wirklich schön. Och Mensch, das war jetzt doof. Doof gemacht. Okay, lass mich mal einen aufkleben, bevor wir jetzt ganz viele ausreißen und brauchen die hinterher gar nicht. Wollen wir einen testen. Okay, dann machen wir uns. Wo ist denn oben und unten? Lass uns das mal festlegen. Eigentlich noch egal, ne? Eigentlich noch wurscht. Ich klebe auch das jetzt mit Klebestift, weil ich bin diese Durchweicherei von allem anderen bin ich ziemlich leid. Alte Schmiererei. Ja, es kann ruhig ausgefranzelt sein, das ist okay. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das schneide ich. Passend. Die Reste werden wir auch verwenden. Oh, das ist eine schöne Basis, gell? Das ist eine schöne Basis. Wir hatten einen, der war so ein bisschen schmäler. Ah, ich muss gleich mal niesen. Tut mir leid. Ich sag es noch. Hätte sie besser andersrum gemacht, ne? Ist schon klar, ja? Ist schon logisch, ne? Hätte sie besser andersrum gemacht. Ja, hast du jetzt aber nicht. Hast du nicht. Siehst du, Kaktus in den Wiest du. Ist egal bei dir. Wir gehen mal drüber. Auch wir verwenden einfach alles, was wir haben. Und werden dann mal gucken, wie es aussieht, gell? Irgendwas soll wohl mal rauskommen. Ja, so, ich brauche also noch ein bisschen was, also reiße ich mir noch was ab. Haben wir mal so ein kleines Zwitscher-Ding, wie breit das ungefähr sein muss. Aha, okay, Da. Jetzt versuche ich es mal ein bisschen besser zu machen. Es reißt sich nicht so gut, ne? Ich sag's gleich. Ist ein bisschen störrisch, ja? Ein bisschen störrisch. Da. Eins, zwei, drei. Ist es voll? Oder lieber so rum? Vielleicht lieber so rum. Jo. Vielleicht. Ja, mal gucken. Da ist nicht wirklich gut geklebt, weil da war kein Kleber, okay? Jetzt aber. So, was da jetzt übersteht, das muss weg. Also das lassen wir jetzt auch nicht da rumbammeln. Das ist uns schon da. Okay, das machen wir nicht. Du. Jetzt machen wir das hier hin. Die glänzige Seite habe ich außen, ja. Hätte man jetzt auch andersrum machen können wahrscheinlich, sicherlich. Warum auch nicht? Ja. Ja, also gestern war ich richtig fleißig. Also wie gesagt, das Kästchen da bauen. Da denkt man auch, ja, man macht mal eben aus so einem Karton, macht man so ein kleines Kästchen. Nee, also wirklich, es war schon ziemlich fummelig und es hat auch richtig lang gedauert. Weil die Schubladen selber musste ich komplett, da ist nicht richtig geklebt, die Schubladen selber musste ich komplett machen. Da hatte ich kein bisschen Grundlage, mit denen ich irgendwo arbeiten konnte. Und dann hält das auf. Und dann muss das mit dem Nassklebeband immer wieder zwischendurch trocknen, sonst fällt einem das ganze Zeug wieder auseinander. Musste ich dann auch lernen, mehrfach. Und dann hieß es also Geduld haben.
Ding in die Sonne stellen, warten, bis es trocken ist. Und dann konnte ich die nächsten Sachen zusammenkleben. Aber ist nicht sehr furchtbar ordentlich geworden. Ich hoffe allerdings, dass wenn wir dann schwarze Farbe und ein bisschen andere Sachen drüber machen, das machen wir einfach jetzt einheitlich. Da brauchen wir uns jetzt nicht den Kopf so schrecklich zerbrechen. Warte mal, wo habe ich gerissen? Hier sieht dann schöner aus. Ne? Nehmen wir die Seite. Machen wir so. Ja, aber ich sehe das immer wieder, dann denke ich, du hast so viel Material im Haus, eigentlich, warum machst du dir die Sachen nicht einfach selber, die du brauchst? Ne? Ich brauche jetzt ja wirklich Storage für die ganzen Stempel. Ich habe schon ganz viel irgendwo verteilt in irgendwelchen Schachteln und dies. Alles gut, werde ich auch alles nicht mehr nutzen. Also ich werde das alles nutzen, trotz alledem. Ne? Aber Tatsache ist, es reicht nicht aus. Ne? Ich habe jetzt so viele gekauft, dieses Billigzeug. Und also das ist aber von der Qualität nicht schlecht. Ne? Aber ich muss es ja auch irgendwie sortiert kriegen. Und dann suche ich immer hier und suche. Dann wäre es schön, wenn ich jetzt das ein bisschen ordentlicher hinkriege, wenn ich die in Schubladen habe. Mal gucken. Wenn es dann irgendwann fertig ist, zeige ich es euch natürlich, ganz klar. Also ich finde das sehr erstaunlich hier. Ich habe wirklich hier mit den letzten kleinen Fusselresten gearbeitet, die man sich vorstellen kann, die eigentlich auch gar nicht wirklich gut zusammengepasst haben. Und im Endeffekt kriegen wir da was raus, was wir auf jeden Fall verwenden können. Und das gefällt mir gut, sowas. Ne? Sowas gefällt mir richtig gut. Ja. So, kriegen wir hin. Einen Moment. So zum Beispiel. Auch noch nicht. Die Ecke hätte ich jetzt auch noch gern dahin geklebt. So, fein. So, da sind wir schon mal ein Stückchen weiter. Jetzt brauchen wir irgendwas. Jetzt müssen wir hier mal eine Seite um... Oh, zwei. Wir haben alles zugeklebert. Okay. Ich suche mal Papier. Moment. Ach, Quatsch. Ich wollte gar nicht sagen, wir suchen Papier. Warte mal, das Seitenpapier, das packe ich gerade mal zusammen. Und lege es wieder weg für die nächste Möglichkeit dann. Ich wollte was anderes sagen. Ich habe hier so ein Schatüchen. Da braucht kein Mensch das Zeug. Ja, ich sag's wie es ist. Braucht wirklich gar keiner. Ich zumindest in der Regel nicht. Alles einzelne kleine Pupsteile habe ich von Papier und Feder bekommen. Ich hatte den Adventskalender und ich habe ein, zwei Mal da bestellt. Aber Tatsache, die traurige Tatsache ist und bleibt, dass ich es nicht gebrauche eigentlich. Ne? Und jetzt habe ich gedacht, okay, vielleicht, das guckt, seht ihr, dann habe ich die Karte an sich ist nett. Ein so ein Vogel, der ist nett, aber der kann ich persönlich, da habe ich natürlich genug von. Das können wir mal verwenden. Das finde ich schön, ne? Wirklich, das werde ich auch verwenden. Diese alten Sachen finde ich sehr, sehr schön. Hier die alten Seiten, aber als wenn, gut, kann sie ja nicht wissen. Aber die habe ich ja selber mehr als reichlich, sagen wir mal mehrere Tonnen. Ich rechne da ja schon gar nicht mehr in Kilo, ich rechne ja schon Papier in Tonnen. Warte, das sind alles alte Seiten, die ich jetzt irgendwann aufbrauchen werde. Sowas brauche ich in 100 Jahren. Ich habe da auch so Zeug, ich habe da so ganz viel von noch liegen. Finde ich furchtbar. Ach, fand du das furchtbar, ja. So, jetzt finde ich mal gucken, was hier drin ist. Das sind immer so wirklich Sachen, die... ausgestanzte Sachen. Die liebe Schnacht, aller Beschnacht. Kriegen wir das Zeug jetzt irgendwie verballert, jetzt, dass wir es weg haben? Gut, wir gucken. Wir werden uns bemühen. Was ist das? Moment, ist bestimmt eine nette Karte. Ja, eine nette Karte, die lassen wir mal erst drin. Das war so ein Büchlein mit so Aufklebern und so als... Hilfe!
sicher was weggeschmissen. Aber was? Aber was? Ich dachte, es war ein Schmetterling. Der liegt auch unten, aber den Schmetterling sehe ich nicht. Oh mein Gott. Okay, ich sehe ihn leider nicht. Ich muss gleich noch mal dran gehen. Ich glaube, den hatte ich schon vorher runtergeschmissen. Ich weiß nicht, ob der von hier war. Ein Schmetterling, meine ich, wäre runtergefallen. Und dann habe ich hier noch so Karten, die können wir gebrauchen. Hier so, was ist das so, fahrkartenmäßig. Ah, da sind noch mehr. Moment. Die kann man gebrauchen. Das müssen wir mal gucken. Hier, dieses hier. Und, oh, gruselig. Das sind so albtraummäßige Sachen für mich, ehrlich gesagt. Ich, ja, dann hat man das. Ich selber habe ja auch so eine Stanze jetzt mittlerweile. Es ist wirklich furchtbar. Hier sind schöne Karten zwischen, sehe ich gerade. Mit Schmetterlingen. Ach, deswegen ist das so gebündelt. Halt, stopp, das sind Schmetterlinge, gebündelt. Warum auch immer gebündelt, aber es sind Schmetterlinge. Lege ich mal zur Seite kurz. Was ist das jetzt hier? Oh Gott, oh Gott. Oh, du Heiland. Du lieber Heiland. Siehst du, hier ist ein halber Schmetterling drauf. Es kann sein, dass das sogar auch einige... Nee, die sind nicht von mir. So was mache ich eigentlich nicht mehr. Aquarellpapier. Brauche ich jetzt im Moment nicht. Ist zu dick. Oh, da ist was mit reingefallen. So eine Blume. Komm her. Kriege ich nie wieder raus. Aber seht ihr, das ist so Krabbelzeug. Hier, das ist von mir. Das sehe ich am Farbton. Ne? Vielleicht können wir da auch irgendwas von verwenden. Das habe ich ausgestanzt. Das sehe ich an dem Papier. Das weiß ich, dass ich das war. Ich weiß das. Mea culpa. Mea maxima. Hier ist ein Teebeutel. Das ist schön. Komm, tu es wieder rein, Frau. Tu es wieder drin. Dann ist es weg. Hatte ich sie mit da reingelegt. Ja. Mm-mm. Ja, ein Teebeutel. Hier müsste ich mal gucken, da finde ich doch bestimmt noch was anderes. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich brauche jetzt erstmal Papier. Gut, wir holen uns mal das Reiseding. Wir holen uns mal das Reiseding. Nicht schön gerissen. Schön ist was anderes. Schön ist ganz was anderes, Frau. Ganz, ganz, ganz was anderes. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt habe. Vier. Gut. Gut. So, ich... Ich habe keine Ahnung, was man damit machen soll. Ich weiß nicht mehr. Kraftpapier wahrscheinlich, sowas, ja. Ist schon gut. Ist schon recht. Okay, wir haben. Ich habe zwei große Karten. Wir fangen mit diesem mal eben an, damit wir das Zeug aus den Finger kriegen. Wir fangen. Ja. Ist das ein Scheiß? Weiß nicht so. Ich weiß nicht so wirklich, ist mir zu groß, ja, ist mir alles zu viel, ist zu faul, ist zu faul, ist zu faul. So, dann haben wir hier zwei Stückchen, so, zwei Stückchen, okay, aber jetzt habe ich immer noch nicht mehr. Ich hatte gedacht, ich hätte eine bessere Ausbeute, aber nein, habe ich nicht. Okay, dann holen wir die Krabbelkiste mal vor. Da haben wir ja die ganzen vielen Sachen, die wir hier. Da haben wir doch Strippelstreifen genug. Hier sind genug Strippelstreifen. Rosa brauche ich nicht unbedingt. Da ist ein wunderbares Blau. Da ist ein wunderbares Grün. So. Genau so meinte ich das. Wir nehmen jetzt, was wir haben, hier die Reste. Da ist noch was Schönes. Warte, komme ich dran?
So eben. Das können wir gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Hier, dies. Nee, das will ich aufheben. Da habe ich nicht mehr von. Da habe ich alles weggegeben. Jetzt fällt mir ein, dass man es gebrauchen könnte. Komischer Mensch, bin ich ehrlich. Komischer Mensch. Was haben wir hier? Hier ist es noch. Ah, das ist eine schöne Farbstellung. Ist auch ein altes Papier. Paperchen. Weiß jetzt nicht. Hat mir, glaube ich, jemand geschickt. Ich will es jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Weil die liegen jetzt hier bei meinen Papieren drin und weiß nicht so wirklich warum. Aber egal, wir werden mit dem arbeiten, was wir hier, warte, finden werden. Hier ist nochmal Notenpapier. Jetzt ist Schluss. Petra, Schluss. Nicht mehr. Dann könnten wir nach der Spitzen gucken. Jetzt habe ich wieder so viel. Schon wieder viel zu viel. Ja, mal schauen, was wir damit anstellen können. Wollen wir mal schauen. So, was hatte ich rausgenommen? Das legen wir mal eben alles weg. Ich hatte das und das und das hatte ich schon mal. Das hat schon sehr viel Nettes, gell? Jetzt können wir mal gucken, was haben wir hier für Farben. Rosa. Passt nicht wirklich gut, ne? Grün, dann grün nehmen. Passt nicht wirklich. Blau habe ich jetzt. Habe ich gar kein Blau? Nee, habe ich nicht. Habe ich noch nicht. Blau habe ich noch gar nicht. Schade, schade, schade. Okay, wir haben hier Blau. Wir haben hier ein Blau. Können wir das nehmen? Ja, können wir das nehmen? Halbe Stunde um. Eieiei, ihr Lieben. Ihr seht mal, wir kommen hier nicht so schnell zur Rande, bis man alles bei der Hand hat. So, ich habe hier kleine, ob wir die gebrauchen können, weiß ich noch nicht. Guckst du mal nach. Ah, die sind sehr kleine. Ich glaube, die gehen uns verloren, oder? Was meint ihr? Achso, die sind schon offen. Ich guck gerade, wie geht das auf. So, da hätte ich mal zwei rausgekrabbelt. Ja, es hilft ja nichts. Ich klebe auf. Wir fangen mal an zu kleben und gucken, was passiert. So, dann haben wir schon mal hier so ein bisschen Ruhe drin an der Seite. Farbtechnisch. Und da würde auch ein halbes reichen hier, ne? Da brauchen wir ja gar nicht das ganze Ding rein. Das können wir ja auch aufsparen. Halt, Deckelchen ab. Dass wir wenigstens vielleicht einen fertig bekommen. Das wäre schön. Paperchen hatte ich hier. Paperchen hatte ich hier. So. Ich habe noch nicht so wirklich die Idee. So, ist denn jetzt hier irgendein Zeug, was man gebrauchen kann? Ich wüsste nicht, was man mit diesem Zeug anstellen soll, ehrlich gesagt. Das ist furchtbar. Hier haben wir so, Puzzleteile. Puzzleteile, geht mir viel das Wort nicht ein, Entschuldigung. Puzzleteile. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. So, wir müssen das jetzt irgendwie zusammenfummeln. Wir wissen nicht, was wir tun. Achso, warte mal. Ich hatte noch Folgendes. Einen Moment. Wir haben noch Stoffe. Bedruckte Stoffe habe ich noch hier. Das war das, was ich auch mal gerne verwenden wollte. Vielleicht gelingt es uns hier. Ich nehme das mal raus. Ja, richtig. Das war das, was ich wollte. Ich wollte bedruckte Stoffe mitverwenden. Hatte ich jetzt schon wieder ganz aus dem Auge verloren. Ich schneide das mal klein. So,
wollen wir nochmal neu anfangen, ja? Wollen wir nochmal? Ach so, da haben wir schon angefangen. Das habe ich schon geklebert. Petra, da warst du zu voreilig. Gut, dann weiß ich auch nicht. Da weiß ich auch nicht. Okay, ich schneide hier nochmal so ein bisschen ab. Schmal. Das ist ein schöner Stempel. Den habe ich auch von, ich weiß nicht. Oh ja. Jetzt hätte ich hier ein Stück Spitze gebrauchen können. Habe ich jetzt aber nicht. Wir wollen uns nicht drüber ärgern. Nächstes Mal machen wir es besser. Okay? Nächstes Mal machen wir es besser. Das ist dieser Stoff, da seht ihr die Rückseite, ich weiß nicht, ob die Kamera es zeigt, es ist so ein bisschen glänzig. Ich habe keine wirkliche Idee, was das für ein Stoff sein soll. Da habe ich so eine Rolle im sozialen Kaufhaus mal kaufen können. Und ich finde das richtig klasse, damit zu arbeiten, muss ich sagen. Weil es ist ein dünner Stoff, es lässt sich wunderbar stempeln, das Zeugs. Und jetzt müssen wir mal schauen hier, wie die Damen, ob die so einen Rand halt behalten. Oh ja. Warte mal, die mache ich aber braun. Da mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf drüber. Den färbe ich einfach ein. Nee, das schneide ich nicht aus. Das ist mir zu viel Mühe. Also ganz ehrlich, nee, das machen wir nicht. Die ist zu dumm. Die ist mir zu dumm, gell, Madame. Das ist uns zu viel Arbeit. Sticker habe ich auch. Einen Moment, hier. Ja, das wollte ich sagen. Also ich habe mir wirklich noch, war ich vorhin nicht ganz fertig, ne? Habe mir wirklich noch einiges an Stickern gekauft, muss ich zugeben, ne? Also da kommt jetzt demnächst irgendwann eine Ladung. Ich hasse das. Ich mit meinen dicken Fingern hier krieg das wieder nicht auseinandergefuddelt. Ich küsse ihre Hand, Herr Madame. Man denkt immer, diese Ohrwürmer, die kriegt man nie mehr aus dem Kopf raus, gell? Nie mehr. Hoffentlich hält das auf dem Stoff. Hätte ich da noch zusätzlichen Kleber gebraucht? Vielleicht ja, ne? So, wir wollen das Ganze jetzt mal einfärben. Ich bin auch noch nicht wirklich fertig damit. Ich wollte dann mal eben gucken, wie es jetzt wirkt. Und dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen können. Dann kommen wir vielleicht zu Etiketten und vielleicht so eine Fahrkarte. Wäre auch schön, gell? Die sind schön, die Fahrkarten, das muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Auch von hinten, also hinten ist es auch so toll gemacht. Ist ja schade, dass man es jetzt gar nicht so sieht, wenn man sie aufklebert. Naja, gut, es ist, wie es ist. Ist, wie es ist. Hier nehmen wir noch ein bisschen Schwarz mit ins Spiel. Ja, die Ränder wollte ich noch rund machen. Kann ich noch, ne? Kann ich noch machen. Da brauche ich wahrscheinlich was anderes am Klebezeug, damit das auch wirklich hält. Sieht mir nicht so aus, als wenn das gut halten würde sonst. Ja, die Rückseite ist sehr schön. Also jetzt nehme ich aber lieber dieses Ticket hier. Okay. Und dann suchen wir uns noch hier irgendwas Längliches. Zwei Sachen können wir drauf machen noch, ne? Habe ich vielleicht selber noch irgendwas, was ich verwenden könnte? Mal gucken, ob ich so ein kleines noch in Blau oder in Schwarz habe. Nee, habe ich nicht mehr. Ich sehe schon, habe ich nicht mehr. Da ist noch ein Schildchen, das ist süß. Ist rausgefallen hier. Ich denke, da ist noch was rausgefallen. Was haben wir da? Nee, das ist ein normales Ticket.
Ah, ist zu groß. Habe ich denn noch was Kleines? Hm. Ich muss mal wieder meinen Stempel hier rausholen, weil die Kleinen, das sind die einzigen, die man immer... Da ist noch einer. Die man immer gebraucht. Kriegst du nicht raus. Kriegst du nicht raus. Du kriegst die Motten, ja, aber du kriegst es nicht raus. So, da hätten wir ein wunderbares Schild. Und dann hätten wir hier ein wunderbares Schild. Und damit lassen, das heben wir uns alles auf. Das sind alles wertvolle Ressourcen. Ressourcen. Wir brauchen hier einen kleinen Stempel. Wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht wüsste, ob ich den hier irgendwo habe, diesen kleinen Stempel. Ich glaube, ich habe die... Doch, da können wir fündig werden. Warte, warte, hier bei diesem. Ich brauche irgendwas mit Schrift oder irgendwie irgendwas. Ich brauche hier für den kleinen Stempers. Die gehen dafür auch. Gehen wunderbar. Ich muss nur die richtige Abteilung finden, wo Schrift drin ist. Da ist Schrift drin. Nee, warte mal. Ja, hier auch? Nee. Nehmen wir das. Hier ist auch Schrift. Nehmen wir das. Die sind nach wie vor sehr, sehr schön, diese kleinen Stamps. Sehr, sehr schöne kleine Stamps. Dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal gucken, ob keiner guckt, gell? Ja! Sieht das toll aus oder sieht das toll aus, oder? Guck, kann man wieder demnächst. Ja, die sind schon sehr schön. Da müssen wir immer dran denken, dass wir die haben. Da kann man wirklich viel, viel, viel damit machen. Viel, viel schöne Sachen. So. Einen kriege ich. Ja, einen bekomme ich jetzt nur fertig, leider. Furchtbar mit mir hier. Ich schmier hier rum. Könnte mich ohrfeigen, ganz ehrlich. Stunde um Stunde. Würde mir nicht langweilig. Ah, wie kann man sich immer so dämlich anstellen? Man weiß es nicht. So. Okay. Jetzt holen wir uns den Eckenkrümpler. Ein Viertelinch reicht auch. Machen wir noch die Ecken ein bisschen krummelig. So. Ist denn noch irgendwas? Ich habe das Zeug hier, aber ich kann nichts damit anstellen, ehrlich gesagt. Oh, vielleicht so eine Blume mal demnächst irgendwo mit drauf tun. Oh, das sind Sachen, die brauche ich wirklich nicht. Also ich weiß, dass die Kartenleute oder auch andere damit gerne basteln. Ich weiß das. Ich selber bastel nicht gerne damit. Ich finde das nicht schön. Nee, ich brauche das auch in der Regel gar nicht. Aber ist egal, wir wollen nicht streiten, ne? Wir wollen nicht streiten hier. Ich habe jetzt nur eine Karte fertig, aber ich höre jetzt auf. Die anderen mache ich ohne euch. Ihr seht, ich suche mir einfach so Sachen raus. Möglichst alles, was noch so irgendwo rumliegt. Und versuche das irgendwie zu verarbeiten, ne? Könnt ihr es richtig erkennen? Ja, ne? Könnt ihr sehen. Also ich bin dazu übergegangen, so kleine Sachen einfach von solchen Stempeln runterzunehmen. Und diese kleinen... Etiketten damit zu bestempeln. Und damit kann man sich die wunderbar auch selber machen. Ne? Da braucht man dann gar nicht immer alles Gekaufte verwenden. Ne? Das finde ich natürlich sehr, sehr schön mit der alten Schrift. Sowas habe ich jetzt gerade nicht, aber ich finde es ganz schön. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, ganz kurz, komme ich jetzt dran, ob ich den kann. Hier muss noch ein bisschen schwarz unten drunter, das stört mich gerade. Halt, ist der falsche Stift. Hier. Das stört mich jetzt gerade sehr, dass da wenig Schatten so ist, so bodenmäßig. Das können wir aber ganz schnell mit einer Sekunde ändern. Das ist jetzt wirklich keine große Geschichte. Aber ich denke, die sind auch noch glänzerig, die doofen Dinger hier. Ach, naja, ist egal. Für das Geld wollen wir uns gar nicht ärgern. Dann nehmen wir es, wie es ist. Dann stelle ich es direkt wieder weg.
Also das habe ich jetzt nur so ganz schnell gemacht. Die sind auf Reisen irgendwie so, ne? Kann man denken, mal gucken, wie wir es mal irgendwie verwenden können. Das war's von mir von heute. Und im Vorfeld habe ich euch ja gezeigt, wie ich die Kiste mache. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bin mir nicht sicher, ob morgen auch, also der Film kommt Donnerstag, aber ob am nächsten Tag noch ein Film kommt, das weiß ich jetzt noch nicht, weil morgen habe ich dann vor einzukaufen und muss einiges erledigen und tun. Und ich komme hoffentlich endlich zur Post, ne? Ich sag's nur, wegen dem Stoff, da habe ich schon ganz schlechtes Gewissen. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss, bye bye. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen.